Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Familien, ich freue mich sehr, dass ihr heute alle hierher gekommen seid, um gemeinsam für unsere Rechte als Eltern einzustehen. Oma, Opa. Wir haben, als ich hierher gelaufen bin, es ist nahezu eine absurde Situation, dass wir hier von der Polizei geschützt werden müssen, dafür, dass wir für unser Recht kämpfen, unsere Kinder selber erziehen zu dürfen. Es ist gut, dass ihr wiederholt immer wieder alle hier seid, um gegen einen Bildungsplan zu demonstrieren, der viel mehr ist als nur ein Bildungsplan. Denn es geht hier darum, das elterliche Erziehungsrecht weiter zurückzudrängen. Es geht nicht mehr nur allein um Bildung in diesem Bildungsplan. Und ihr habt auch schon eine Menge erreicht. Lauter? Okay, das kann ich. Ihr habt schon eine Menge erreicht. Dieser Bildungsplan ist erst einmal verschoben. Er muss überarbeitet werden. Und das ist etwas ganz Neues, dass Familien in Deutschland aufstehen, ganz normale Familien wie wir, die sich um die Kinder kümmern wollen und dass sie Erfolg haben mit dem, was sie tun. Aber jetzt müssen wir weitermachen. Es geht darum, dass dieser Bildungsplan wegkommt in dieser Form. Uns allen hier muss klar sein, Baden-Württemberg ist nur ein Testlauf. Das, was hier in Baden-Württemberg gerade passiert, wenn das Erfolg hat, dann geht das weiter in anderen Bundesländern. Und deswegen lasst uns von hier aus, von Stuttgart, ein Signal an die Eltern nach draußen senden im ganzen Land. Widerstand lohnt sich. Denn während wir hier sitzen und stehen und im Regen demonstrieren, sind in den Ministerien Menschen damit beschäftigt, dieses aberwitzige Konzept Gender Mainstreaming in unsere Schulen reinzubringen, ihr Konzept von sexueller Vielfalt inzwischen nicht nur in die Schulen, sondern auch in die Kindergärten hineinzubringen. Und das, genau so ist es. Die Politik will in Wirklichkeit den Zugriff auf unsere Kinder. Das ist es, worum es hier tatsächlich geht. Es geht darum, den elterlichen Einfluss von Erziehung zurückzudrängen und den des Staates auszuweiten. Und das, obwohl niemand jemals den Auftrag dafür erteilt hat und obwohl wir es gar nicht nötig haben. Ich bin heute aus Nordrhein-Westfalen hierher angereist. Ich erinnere mich aber noch gut an meine Schulzeit hier in Baden-Württemberg. Damals war es noch Konsens, dass ein Schüler lernen soll, sich seine eigene Meinung zu bilden. Heute sind wir einen Schritt weiter. Heute sollen die Schüler eine einzig richtige Meinung lernen. Das, meine lieben Freunde, ist das Ende von Meinungsvielfalt. Das ist das Ende von Vielfalt und das Ende von Toleranz. Und Toleranz ist wichtig. Es ist gut, dass wir Toleranz in unseren Schulen lehren. Das ist ein neues Konzept, das gab es damals noch nicht. Und es ist gut, dass wir das lehren. Aber Toleranz bedeutet erst einmal, dass ich einen Standpunkt haben darf. Dass ich einen Standpunkt verteidigen darf und zur Kenntnis nehme, dass es auch andere Standpunkte gibt, denen gegenüber ich tolerant sein muss. Was aber in unserem Bildungsplan hier steht, ist Akzeptanz. Und Akzeptanz geht einen Schritt weiter. Der Schüler soll jetzt blind das lernen, was man ihm vorgibt. Und das können wir auch im Namen unserer Freiheit so nicht hinnehmen in diesem Land. Und vielleicht noch ein Wort zur Toleranz. Toleranz ist keine Einbahnstraße. Auch Menschen, die an Gott glauben, auch christliche Gemeinden können Toleranz und Respekt einfordern in diesem Land. Ja.
Und ich freue mich besonders, dass heute hier bei dieser Demo auch ein Vertreter von muslimischen Gemeinden anwesend sein wird und hier auch zu Ihnen sprechen wird. Denn es hat nichts mit Hautfarbe und Nationalität zu tun oder mit Religion, wenn Eltern sich um ihre Kinder verantwortungsvoll kümmern wollen. Und deswegen finde ich es schön, dass wir hier alle Seite an Seite stehen. Erziehungsrecht ist Elternrecht. Und deswegen fordere ich Sie auf, lassen Sie uns eine Botschaft von hier aus ins Land senden an alle Politiker. Die Lufthoheit über unseren Kinderbetten gehört uns und wir geben sie nicht kampflos auf. Ich danke euch.